Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir können uns entscheiden, ob wir ein Botanist oder ein Tracker werden. Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt, was Tracker so genau ist. Und damit kann man anscheinend halt, ja, ich kann mir jetzt auch nur das vorstellen, halt eben so Items finden, so in der Wildnis alles Mögliche, so Crepes und Beeren und so, aber auch die Würmer, die man mal rausgucken. Aber ich entscheide mich trotzdem für den, ja, Botanisten. Botanisten? Ja, Botaniker. Das klingt besser. Weil da alles anscheinend die höchste Qualität hat. Machen wir einfach mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe natürlich hier den Bullhead verkauft, weil ich auch so ein Bullhead bin. Aber wir haben einen neuen. Alles okay. Alle leben noch. Das war knapp. Okay, und es regnet. Ich habe vor allem noch aus Spaß gesagt, boah, wenn es heute regnet, nein, jetzt regnet es heute wirklich. Das ist lustig. Muss mal ganz kurz noch wieder einsortieren. Ach, das Fossil, das müsste ich dann irgendwann noch zu Gunther bringen. Das hier kann ich verkaufen eigentlich. Das kann hier rein. Ich kann wieder ein bisschen Platz schaffen hier. Es tut mir leid. Das kommt da rein. Und sonst, die Seeds kommen rüber. Du kommst hier auch rein. Den schießt du mal oben rein. Das guckst du mal rüber. Wir kriegen das schon alles hin. Kyoto schmeißt sich erstmal auf den Boden. Es regnet draußen, da habe ich keinen Bock. Das ist Kyoto, wie er lebt und lebt. Geh mal weg. So. Oh, ja. Kyoto. Ey, wieder echte, ne? Ich muss mal im Weg rumstehen. So. Ey, wirklich wieder echte. Da weiß ich vor allem immer, genau dann immer dahin aus, wo ich gerade hin möchte. Ja, jetzt. Ja, hör auf damit, Kyoto. Oh, wir haben einen Brief. Wir haben schon lange keinen mehr gekriegt. Fisherman wanted. I need a good pufferfish. Okay. Da Dimi braucht quasi einen. Ja, Mrs. Puff, diese Aufblasfische. Ihr wisst schon, diese komischen Dinger da. Nee, ihr wisst. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und Öl. Ja, Öl ist auch mal wichtig. Ja, mal gucken, ob wir eben das besorgen können. Ich guck mal, wie es hier so aussieht. Aha, es wächst. Ist noch gar nichts fertig. Habe ich nichts genommen, was irgendwie 4 Tage braucht oder so? Verrückt. Na gut, dann halt nicht. Oh, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Robin, hör auf. Also, mach weiter. Aber erschreck mich nicht so. Okay. Mie, mo, mie, mu, mu, mu. So, ihr Süßen. Dann geht's mal los. Vielleicht kriege ich schon ja sogar eine große Goat Milk. Das wäre cool. Aber es glaube ich auch zu unwahrscheinlich, weil die Goats noch nicht so befriended sind mit mir. Und wenn wir die aber haben, dann geht's los, würde ich sagen. Ne? Dann können wir da mal wieder ins Dingens gehen und das gute Häuschen machen. Warum fehlt denn hier wieder eins? Was haben wir denn getan? Alle was gebracht, alle was gegeben. Ein Heu. Wer auch immer hier die Nacht gesnackt hat von euch. Guck, und ich habe sogar ein bisschen geleuchtet. Obwohl ich keinen Clothing trage. Oh, so fancy. Wie das böse Huhn guckt. So, boah, ihr fuckt mich alle so ab. Genau so guckt es. Ich hasse euch alle. Ey. Okay. Dann wünsche ich den Damen noch viel Spaß. Jo. Und du klimperst da schön rum. Jo. Jo. Was haben wir denn? Ah ja, genau, Angeln. Gerade überlegt, was wir machen könnten. Klar, Angeln. Den Goat Cheese lasse ich das mal nochmal hier. Aha. Das Öl kommt auch hier rein. Gut, dann können wir jetzt hier wieder schön groß angeln. Mal schauen, vielleicht kriegen wir sogar beides. Ich weiß nicht, ob das andere jetzt noch beim sonnigen Wetter kommt, das andere Fischgetier. Wir werden es rausfinden. Ob wir wollen oder nicht. Ja, so. Was ist denn oben alles unterwegs? Dimitros, Linus, Maro und Sebastian. Mal gucken, ob Sebastian aus seiner Ecke mal rauskommt. Dann kann ich ihm auch was schenken. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Hier eine Träne.
Und Linus steht da voll auf Erdbeeren. Da soll er eine kriegen. Nimm noch kurz noch eine. Nein, du bist keine Yam. Gerade so hübsch, keine Yam mehr. So. Dimitros. Hups. Krieg das. So, noch irgendjemand da oben? Nö. Also vielleicht noch der Zwerg. Kriegt auch noch was. Kriegt er noch einen Rubin. Was blinkt denn hier die ganze Zeit so? Ja, ist gut. Ich hab's doch gelesen. Ja, ich wollte gerade auf Kyoto hochreiten. Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Macht man doch so. So. Und Robin, beeil dich mal bitte, ne? Ich will hier bald voll cool sein auf meiner Farm, ne? Da benötigen wir hier mal so ein bisschen, ja, Beeilung, Beeilung und so. Ich weiß nicht, warum ich diesen Satz so komisch formuliere, aber es ist eine Tatsache, okay. Ja gut, ich habe von Maho das Gold mit. Ich hatte gerade jetzt vergessen. Das wäre ein bisschen doof gewesen. So, und ich hoffe inständig, dass der Junge mal nicht in seinem Keller sitzt. Das wäre cool. Oh, das gibst du mir zu mir. Das gibst du mir zu mir. Nein, ja, danke. Das gibst du mir. Das ist ja toll. From the rest of the world here in Stardew Valley. Maybe that's a good thing. Okay, und jetzt gucken wir mal. Er schläft. Warum schläft er? Ach so, es ist Samstag. Okay, das würde einiges erklären. So, können wir zu Maru rein. Hallo, Maru. Hallo. Kannst du mir irgendwelche spannenden Farmgeschichten erzählen? Ja, ich habe ein Stück Gold gefunden. Das ist so schön wie du. Oh, wow, Susan, das ist ja spektakulär. Wo geht's eigentlich hier lang? Ah, cool. Wir können so direkt zu Maho. Krasser Shit. So. Oh, er ist aufgestanden und ist jetzt am PC. Wow. Wow. So ein langweiliger Arsch. Er lebt genauso wie ich. Er ist genau wie ich. Oh mein Gott, wir sollten heiraten. Wo ist jetzt genau Linus? Ich glaube, das ist bei sich in seinem Zelt. Und kriegt doch mal eine Yam. Hi. Ja, beim Regen wird man sauber. Ja. Ich hoffe, Linus und ich werden jetzt hier voll die 10 Herzen-Besties. Das macht mich jetzt aber traurig. Okay. Akzeptieren wir das einfach mal und angeln jetzt hier ein bisschen rum. Kann ich da mit meinem Pferd rüber? Nee, das war zu krass. Gut. Geh ich halt so nochmal zu Fuß. Okay. Zwei Arten von Fisch. Mal gucken, was es wird. Und beides in dem Lake, ne? Das ist in dem Lake. Mist! So ist es halt, wenn man so gut ist. Okay, Chat. Ah ne, der Chat ist im Fluss. Frage ist aber. What the fuck? Die Frage ist aber auch, ob der andere, wenn es regnet, hier ist. Nicht, muss ich dann beim sonnigen Wetter nochmal her. Wollte ich erstmal den Chat nehmen, weil es regnet öfters. Es regnet seltener. Dann soll ich die Chance jetzt nutzen. Ich wusste, dass du hochspringst, du kleiner Arsch. Okay. Gut, gehen wir erstmal runter zum Fluss. Unten am Fluss. Unten am Fluss. Ist der Wasserflasche draußen? Nein. Ich glaube, er sitzt den ganzen Tag am PC. Das ist eine coole Sau. So. Wie komme ich an den Fluss? Wie komme ich an den Fluss? Ich bin am Fluss, ich bin am Fluss. Wie komme ich an den Fluss? So. Ja, ist ja gut. Huch! Wow, Trash! Cool! Du hier! Na komm. Na komm! Oh ja, spüre es. Ich spüre es, ist der Fisch, den wir suchen. Ups. Es ist. Yeah! Wir haben den Chat gefunden. Das ist voll der Shit. Cool. Da haben wir noch den Sturgeon. Ich weiß nicht, ob der auch bei Regenwetter kommt. Wir probieren es einfach. Da angeln wir hier oben noch ein bisschen rum. Oh. Ich hoffe, dass wir Glück haben. Sebastian ist immer noch in seinem Zimmer. Ist da eigentlich irgendwann mal was? Weiß irgendjemand, ob der auch mal irgendwie aufs Klo geht oder was isst oder so? Ich glaube, der Junge hat keine Verdauung, hat gar keinen Magen.
Da sitzt einfach nur am PC. Da ist vermutlich auch am Strom angeschlossen. Wow, Trash, cool. Du warst schon ein bisschen zu voreilig. Na komm schon. Please. Please. Das muss aber wirklich bei gutem Wetter nochmal hin. Das kann wirklich gut sein. Aber das ist morgen. Morgen regnet es bestimmt nicht mehr. Huch. Nee, sieht wirklich nicht danach aus, als ob der heute noch rauskommt. Ich kann ja nebenbei nochmal nachgucken. Oh, ich hab's sogar hingekriegt. Noch nebenbei im Fenster und im Browser geöffnet, aber noch rechtzeitig den Fisch gekriegt. Na komm. Zier dich nicht so, du Zierfisch. Ja, sieht echt schlecht aus. Trotzdem mal. Stur. Mist, das war zu langsam. Sturgeroon. Main Mountain Lake. Wetter zu jedem Wetter. Das heißt, er müsste aber auch jetzt kommen. Ist das selten? Klingt vielleicht ein bisschen länger für den Angeln. Also Wetter, wie gesagt, steht da alles. Guck mal hier oben. Wow, das war mega dumm. Hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Mountain Lake. Ich lese gerade nebenbei im Artikel rum. Da muss doch. Statt eine geringe. Wow, females can live up to. Wow! 150 years. Also 150 Jahre alt können die Weibchen werden. Wollt ihr mich verarschen? Ja, auf jeden Fall haben die eine kleine Population. Das heißt, das ist relativ selten, glaube ich sogar. Dann ein Grund mehr, dass ich jetzt hier so angeln muss. Huch. Da muss aber hier oben irgendwo sein. Mountain Lakes. Und das sind die Mountain Lakes. Na komm schon. Oh, da unten spielt Abigail. Aber wir haben gerade keine Zeit für Abigail. Wir müssen diesen Fisch fangen. Wir haben nur bis 7 Uhr Zeit. Oh mein Gott, wir haben ihn! Geil! Okay. Ich meine, natürlich. War doch ein Klacks. Ja, cool, wir haben ihn. Wir haben jetzt alle Fische, die wir brauchen. Endlich. Das ist sehr nice. Gut. Ich kann mal ganz kurz wegen Sebastian gucken. Hä, wo ist er? Sebastian? Ach, das ist hier unten. Mensch, Sebastian, du coole Sau. Mit Sam. Sebastian und Sam. Ich weiß jetzt gar nicht, was Sam nochmal mag. Ich weiß, dass er Cola mag. Aber ich glaube, ich habe nichts, was Sam glücklich macht. Glücklich macht. Doch, Kaktusfrüchte. Wow, 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 wow. Voller Ranzoom-Effekt. Okay. Oh, jetzt habe ich schon Zwergnis gegeben. Egal. Die wichtigsten Dinge sind erledigt, würde ich mal sagen. Jetzt darf ich natürlich die Fische nicht wieder ins falsche Dingens werfen. Das wäre fatal. So. Okay, Chat erstmal nicht. Den Shop auch nicht. Da fehlt einer. Ach da. Ich dachte gerade schon so, nein! Bitte nicht. Okay. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, wir beschränken nochmal alle, die gerade in der Bar rumsitzen. Warum nicht? Was zum Fick war das? Kyoto? Kyoto, hast du was kaputt gemacht? Wo ist Kyoto? Kyoto ist weg. Kyoto wurde entführt. Naja, passiert. Genau, die Kaktusfeigen. Und so Kaktuspflanzen. Genau, wo waren die? Da. So, wer ist denn noch da? Und da ging, glaube ich, welcher, oder? Ne, das ist einfach noch dazu. So, Crowd. Pam! Oh mein Gott. Pam ist auch da. Warte mal. Braucht Pam eigentlich schon wieder ein Geschenk? Nee, hä? Pam ist noch voll. Clint? Ist Clint auch da? Da kommt Clint.
Clint kommt doch bestimmt. Clint, wir kennen dich doch, du kommst doch immer rüber. Wir haben dann noch zwei Edelsteine mit, einen für Clint und einen für Emily. So, wer ist denn noch da? Haben wir jetzt, glaube ich, auch schon genug. Gus, Sam, Hammer. Was mag denn das nochmal? Oh Gott, Gus. Das ist irgendwie so ein Kandidat, wo ich keine Ahnung habe. Ich glaube, da kriegt wieder eine Parsnip oder so. Fischtaco. Escargot. Orange. Ja, oder einen Diamanten. Nein, Diamanten kriegt Gus nicht. Er kriegt eine Parsnip. Für Leute wie Gus gibt es eine Parsnip. Was auch immer Gas für eine Art von Leute ist, aber er kriegt jedenfalls die gerade passende Pilze. So. Die haben, guck ich mal wieder mal hier rein. Gut. Wer ist denn noch da? Lea, natürlich. Lea. Die so immer so voll das healthy Zeug will. Oh Gott, was brauchst du denn für Lea? Ja, Autumn's Bounty kriegt die jetzt einfach so. Mir doch egal. Billy kommt sogar auch. Er kriegt eine Seegurke. Die alte Gurke, die. Und, oh Gott, Alex ist auch da. Was mag ein Arsch? Ich vergesse immer, was Alex ist. Das ist genauso wie bei Gus. Ich glaube, den gebe ich auch mal einfach eine Parsnip. Complete Breakfast, Samen Dinner. Ja, ich habe gehört, Gus kriegt eine. Alex kriegt eine Parsnip. Ende der Diskussion. Ja, und Bürgermeister Levi. Ja, meine Güte, kriegt auch noch eine Parsnip. Bam in your face. Okay. Wir können ja noch bei Haley vorbeischauen. Und dann noch eine Blume schenken. Ja, so eine. Was muss ich noch eine mit Qualität schenken? Jetzt geht's hier wohl los. Marnie hat eh nicht mehr offen. Okay, gut, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt übelst viele Diamanten. Wo ist mein Pferd? Pferd. Pferd, das muss jetzt hier schnell gehen. Das weißt du schon, oder? Yo-wi. Do. Yo-wi. Do. Oder so. Gut. Gehen wir mal hier rein. Boah, ich bin so eine gute Nudel, ne? Ah, hey, was geht? Judy tells me you really become a part of this community. I'm glad to hear it. Ja, ich gehöre voll krass zu der Gemeinschaft hier. Hey, Vincent. Benny makes me read a new book every week. Oh. Liest sie letztlich. Oh, ja, Penny will immer, dass er jede Woche ein Buch liest. Oh, Vincent hat schon. Bist du eine Traube? Ah, okay. Immerhin gefällt dir. Ja, Penny nötigt ihn immer dazu, ein Buch zu lesen. Aber er darf sich immer manchmal auch ein Buch aussuchen, welches er liest. Dann spielt er da. Voll süß. Gut, weiter geht's. So, Haley. Kriegt natürlich auch was. Ja. Oh, for me, thank you. Okay. Sie meinte, ja, Farming ist langweilig. Was tust du denn den ganzen Tag so? Ich kümmere mich um Pflanzen. Ich mach voll krass. Ich renne durch Dungeon und suche da alles und so. Schnüffel in deinem Zimmer rum. Ich grabe nach Schätzen. Furchtbar. Na gut. Wir müssen sie ja nicht heiraten. Werden wir auch nicht tun. Ist Clint eigentlich schon in der Nähe? Ja, Clint ist in der Nähe. Ich bin am falschen Haus. Ich kann so, was? Oh, da ist er auch schon, der gute Clint. Hey, mein lieber Freund, ja, ne? Warte. Du kriegst hier diese geile Kaktusfeige. Und freu dich drüber, okay? Gut, danke. Schönen Tag noch. So. Hier geht's ab. Und wie? Wir reden mit Harvey. Hallo Susan. Hast du in letzter Zeit irgendwas Interessantes in der Bibliothek gelesen? Nein, leider nicht. Ja, dann muss ich... Ah, scheiße, ich hab deinen Seegurke vergessen. Sorry. Damn it, I'm too old, anymore. I'm looking forward to years where the hard fans work. Ja, er meint... Er redet gerade davon, wie sehr ihm die Arbeit als Schmied ein bisschen zermürbt über die Jahre, weil es halt eben so anstrengend ist. Ziemlich doof. So.
Ich glaube, die hat schon eine Parsnip. Ja. Kriegst du halt noch eine Parsnip? Du kriegst den Edelstein. Lass mich das hier machen, ne? Nochmal ein Bier für den Shane. Ja, ist ein Bier, mein Guter. Und Sebastian schon wieder weg. Nein, Sebastian ist noch da. Hi, Sebastian. Was ist denn? Was? Not having Mushroom Casserole? Was ist Casserole? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich weiß öfters mal irgendwelche Wörter nicht. Casserole. Casserole? Casserole? Auflauf. Tonight? Wieso soll man nachts einen Auflauf essen? Auf jeden Fall mag anscheinend keine Pilze. So. Ups. Nein. Ich kann nicht ansprechen. Na gut. Schön. Da haben wir wieder mit einem bisschen gequatscht. Ein bisschen was geschenkt. Immerhin etwas. Oh, das Wetter macht ihn durstig. Komm, hier, ich hab ne Parsnip. Ah, okay, dann dürfen alle hier soweit abgehandelt sein. Sehr schön. Ah, ne Parsnip habe ich aber noch übrig. Und die kriegt Herr Levis. Würde ich mal so sagen. Sekunde. Alter, das gewittert. Heftig. So, ist denn der Herr Levis überhaupt zu Hause? Natürlich. Oder? Schläft er schon? Nein. Wo ist er? Aber doch, da steht, dass er hier ist. Hier in seinem Zimmer ist er schon mal nicht. Hier ist er nicht. Oh, hä? Herr Levis? Komisch. Da steht, dass er irgendwie bei sich ist, aber ich sehe ihn nirgends. Ist er hier irgendwie dann neben seinem Haus? Nee. Merkwürdig. Na gut. Dann halt nicht. Gut, da haben wir auf jeden Fall jetzt alle Fische gefangen. Endlich. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach geht. Also ich habe mir das irgendwie viel zu mürbender und nerviger vorgestellt. Ich bin ganz zufrieden mit unserer Leistung. Leistung. Gut. Ich denke mal, morgen und übermorgen werden erste Dinge zum Ernten da sein. Ich bin auch sehr gespannt, wie wir uns da so machen. Schauen wir mal ganz kurz auch wegen Money und so, aus Geldgründen, ob hier unten noch was fertig ist. Ja, da ist tatsächlich was fertig. Sehr schön. Eine Strawberry Jelly möchte ich allerdings übrig lassen. Und irgendwie, ja, die ist so extra. Denn ich brauch, glaube ich, hier für irgendwas. Ja, Jelly. Auch mal hier mit rein. Nein, du bist keine Charlie. Du bist Charlie. Wer ist denn die Charlie? Ich gehe mal ganz kurz durch, was das Fleisch alles schon mal da rein tue. Dann habe ich einen Ziegenkäse zum Beispiel. Kann ich da rein tun? Ja, jetzt erstmal diese. Eigentlich ist das die Reste Fischbox, aber meine Güte. Tun wir das alles da erstmal rein. Da. Das alles schon mal so ein bisschen sammeln. Und dann kann ich dann stückchenweise halt gucken, was ich noch so brauche. Okay. So, ja, haben wir dann das und das. Der Rest dauert noch ein bisschen, also Trüffel vor allem. Clove auch. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Das haben wir hoffentlich bald. Fische haben wir alle jetzt, das ist sehr schön. Und hier, das ist auch nochmal spannend. Die kommt erst im Herbst. Darum kümmern wir uns jetzt und das kriegen wir hoffentlich auch bald. Ich will nichts vergessen. Das Fiddlehead-Zeug, ist das hier auch drin? Ja. Gut. Genau, Fiddlehead. Poppy haben wir angebaut, kommt auch bald. Trüffel dauern halt noch ein bisschen. Äpfel dauern, glaube ich, auch noch. Das hier müssen wir auch bald haben. Das können wir eventuell mal kaufen, das dauert auch noch. Okay. Alles klar. Ich weiß, ich gucke da ziemlich oft rein, aber mir ist es wichtig, irgendwie meinen Stand abzugleichen, regelmäßig. Vielleicht für andere jetzt weniger nachvollziehbar. Ein bisschen nervig. Tut mir leid, falls es so ist. Gut. Dann hätten wir den heutigen Tag auch wieder überstanden. Ich denke mal, ich sag immer, dass ich kloppen gehe, ne? Dann mache ich es am Ende nicht. Es tut mir leid. Ja, wir haben jetzt diesen neuen tollen Ring und dann will ich auch gerne ausprobieren und so weiter und so fort. Und ich denke mal, wir gehen mal wieder in die Wüste bald.
Dann sage ich aber erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, über Let's Play Stardew Valley. Danke fürs Zuschauen und bye.